diesem Tutorial will ich zeigen, wie ihr Passwörter in euer Spiel mit einbringt. Und als erstes zeige ich euch, wie das später aussehen soll oder wie ich das meine mit den Passwörtern. Also schaut einfach mal zu. Ich werde aufhören zu reden, weil die Musik im Hintergrund zu laut ist und ich habe vergessen, sie auszustellen. Also schaut einfach zu, ihr werdet schon verstehen, wie ich das mit den Passwörtern meine. Was ist das Passwort? Dann können wir jetzt hier das Passwort eingeben. Ich werde zuerst ein falsches Passwort eingeben. Und er sagt, falsch, jetzt verschwinde hier. Jetzt werden wir nochmal ansprechen. Außerdem, man löscht die Buchstaben mit Escape. Jetzt können wir ihn halt nochmal ansprechen und jetzt gebe ich mal das richtige Passwort ein. Willkommen bei diesem Tutorial. Okay. Das kann man mit allem Möglichen machen, nicht nur mit Personen. Das kann man auch mit Türen und mit einer Tür machen und so weiter. Und ein weiteres Beispiel habe ich auch bei diesem Baum hier. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal schnell. Tagebuch erhalten, weil ich das richtige Passwort im Baum gegeben habe. Jetzt sieht sich das komisch an, aber das kann gerade klar. Also, und wie das jetzt hier alles funktioniert, zeige ich euch. Das ist total einfach. Und ja, ich beende jetzt mal das Spiel. Wir sehen uns gleich wieder. So, und da bin ich wieder zurück. Wir machen hier ein Beispiel anhand einer Truhe. Und das erste, was ihr machen müsst, um ein Passwort in euer Spiel zu bekommen, ist eine leere Person zu erstellen. Ich zeige euch jetzt mal kurz, was ich mit leer meine. Nämlich so wie diese hier. Bei mir ist sie Nummer 9 und die Person hat einfach keinen Namen. Einfach eine leere Person. So eine müsst ihr erstellen. Und ihr müsst euch merken, welche Nummer sie ist. Was eigentlich ziemlich leicht ist, weil es wahrscheinlich die einzige Person ist, die keinen Namen hat, aber egal. Sicher ist sicher. So, jetzt könnt ihr euch ein neues Event erstellen. Es dauert ein bisschen mit Laden. Und da ich ja eine Truhe haben will, mache ich da einfach das Bild einer Truhe hin. Zum Beispiel die hier. Bei diesem Türsteher oder bei diesem Herr mit den grünen Haaren habe ich einfach das Bild von ihm da reingesetzt und bei dem Baum logischerweise gar keins. Also man kann frei entscheiden, was man haben will. So, und das erste, was wir machen, ist den Text eingeben. Es ist nicht unbedingt notwendig, aber dann weiß man, was man machen muss. Zum Beispiel, ja, geben wir irgendeine Frage an. Ein. Ah, mir fällt gerade keine ein. Welche Farbe hat diese Kiste? Oder es ist eine Truhe, aber egal. Also ihr gebt die Frage ein oder den Text, den ihr da haben wollt. Danach geht ihr auf die dritte Seite von den Event Commons und unter den Abteil Scene Control klickt ihr auf das dritte. Ich weiß nicht, was da auf Deutsch steht, aber im Englischen ist es das. Hier bei Actor wählt ihr dann eure leere Person aus. Bei mir war das Person Nummer 9. Und hier in diesem Feld gibt ihr die Anzahl der Buchstaben eures Passwortes ein. Bei mir sind es nur 3.
Dann geht ihr auf okay. Danach nimmt ihr eine Bedingung unter Flow Control auf der ersten Seite von den Events. Eine Bedingung. Dann geht ihr von den Bedingungen auf die zweite Seite, klickt ACTA an. Bei ACTA gebt ihr dann hier schon wieder eure leere Person ein. Dann klickt ihr auf Name und in dieses Feld, wo Name steht, gebt ihr euer Lösungswort ein. In meinem Fall ist das Lösungswort rot, weil die Kiste rot ist und ich gefragt habe, welche Farbe hat die Kiste. Dann wieder auf OK. Nun, wenn jetzt eine Person wirklich rot reingeschrieben hat, dann schreibe ich hin, das ist richtig, du erhältst eine Potion. Ihr könnt da reinschreiben, was ihr wollt, aber ich schreibe einfach mal das. Und wenn jetzt der Spieler nicht rot in dieses Feld reingeschrieben hat, dann kommt bei mir einfach, das ist falsch. Und hier habe ich vergessen, die Potion hinzuzufügen. Da könnt ihr dann einfach reinmachen, was ihr wollt in die Events. So, und das ist eigentlich schon alles. Ziemlich leicht. Und ja, ich finde, es macht ziemlich viel Abwechslung in einem Spiel. So, gehen wir auf Apply. Und dann auf OK. Und schaut, dass hier auch immer, also die Priorität genauso wie der Charakter ist. Und hier mit Action Button. So, das war eigentlich schon alles. Und ich starte gleich nochmal das Spiel, um euch zu zeigen, dass es wirklich funktioniert. So, da sind wir wieder im Spiel. Und ja, neues Spiel. Dann zeige ich es euch schnell. Sollte jetzt eigentlich funktionieren. Oh ja, die Musik ist wieder so laut. Aber egal, es wird schon klappen. Oh ja, es leckt. Aber das liegt nur an der Aufnahme. Ja. Welche Farbe hat diese Kiste? Oh, es ruckelt sehr stark. Es tut mir leid. So. Jetzt kommt das Textfenster. Oh, wie das ruckelt. Und ja, ich gebe gleich die richtige Lösung ein, weil wenn es ruckelt, dauert das Eingeben recht lange, auch wenn es nur drei Buchstaben sind. Ja. Die Lösung ist rot, so wie ich das bei Name unter Bedingungen reingeschrieben habe. So, rot. Und jetzt ruckelt es nicht mehr, komisch. Und jetzt steht da, das ist richtig. Du erhältst eine Potion. Ja. Naja, das würde wahrscheinlich schon als Beweis reichen. Ihr könnt es ja ausprobieren, es ist ziemlich leicht und ich finde es eigentlich ganz schön. Ich finde, das macht das Spiel irgendwie etwas interessanter, dann passt man mehr auf. Und ja. Ich hoffe, dass... Okay. Was ich jetzt noch sagen wollte, bevor das Spiel gerade abgebrochen ist. Ich hoffe, dass das Tutorial euch gefallen hat und dass es euch geholfen hat und dass ihr eben damit etwas anfangen könnt. Das war mein erstes Tutorial und ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare schreibt und mir sagt, wie ihr es fandet und Kritik schreibt und so weiter. Und wenn ihr noch irgendwas habt, wo ihr euch ein Tutorial überwünscht. Okay, das war etwas schlechtes Deutsch, aber ich meine, müssen wir jetzt erstmal einen Satz überlegen, bevor ich erstmal denken und dann sprechen. Also, wenn ihr noch wollt, dass ich über irgendwas ein Tutorial mache, wenn ihr noch irgendeinen Wunsch habt, dann schreibt mir das einfach, ich mache das gerne. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich dann. Auf Wiedersehen.